Mathe lernen kann wirklich jeder. Also wenn er einigermaßen ein kleines bisschen hell im Kopf ist, dann kann der das. Ich meine, ein kleines bisschen, wirklich. Weil eigentlich ist Mathe wirklich fast nur hinschreiben. Guckt mal, und wenn man alles hintereinander irgendwie hinschmiert und ja, dann nicht mehr durchsieht, ist man selber schuld. Wenn man aber strukturiert lieber eine Zeile mal mehr schreibt, ist man ruckzuck fertig. Wie das alles funktioniert, wie man seinen Kopf dabei entlasten kann, bloß indem man hinschreibt, das wird alles erklärt. Nebenbei mal eine ganz coole Regel. Ich kann es nur sehen, wenn es dasteht. Daraus folgt, ich muss es hinschreiben. Wenn ich also mir die kleine Mühe mache, etwas hinzuschreiben, dann kann ich es sehen und dann kann ich damit rechnen. Diese Aufgabe a ist gleich in Klammern 3 plus 4 mal 7 minus 21 ist doch zugegeben unübersichtlich. Wenn ich aber sage, ich rechne erst die Klammer aus, daraus wird eine 7, dann steht hier 7 mal 7, Punktrechnung vor Strichrechnung, hier steht 49. Ich merke mir die Ergebnisse nicht im Kopf, ich bin da nicht blöd. Naja, sollte kein Werbespruch sein. Liebe Leute, wer das Prinzip verstanden hat, der wird Mathe cool finden. Bis jetzt ging das vielen Schülern so, warum soll es euch nicht auch so gehen? Na denn, noch eine kurze Bemerkung. Ich rede deswegen so viel, damit ihr hier die Links, die hier oben erscheinen und dann hinterher im Abspann hier überall zu finden sind, damit ihr die beachtet und da seht, wie es weitergeht, wie das funktioniert. Dazu die Links. Na denn.